liebe Freunde, ich habe beendet neue Arbeit, wie Sie sehen, Pullover. Dass diese Methode, ich habe gezeigt, à la Chanel Jacke und auch das war eine graue Pullover und hat euch sehr gefallen, wann wir stricken unsere Ärmelkugel, ja, sofort von beide Teile, ja, so von Rückenteil und Vorderteil, dann wir stricken von Armausschnitt unsere Ärmel. Und ich habe hier bei dieser Pullover auch gezeigt. Oh, Aiko, Kuku. Und ich zeige alles in meinem Video. Sie können sehen auch von hinten, wie schaut aus. So, Pullover. Ist richtige Linie hier auch. Bei Halsausschnitt. Und wie Sie sehen, wir haben schöne Schulter. Dieses Mal, ich habe genäht. Das Pullover ist mehr stabiler. Ja, wenn wir nähen, dann Pullover ist mehr stabiler. Das müssen Sie wissen. So, meine Liebe, schauen Sie weiter Video. Und viel Spaß. Hallo, meine liebe Freunde. Sie haben schon von Anfang mein Video natürlich gesehen. Pullover, welche ich will stricken. Ich stricke Pullover, was wir brauchen. Wolle. Diese Wolle, Sie wissen, ich habe gestrickt auch Pullunder und jetzt ich stricke Pullover mit gleicher Wolle. In 100 Gramm, ich habe 200 Meter. So, dann Sie brauchen Brustumfang, zum Beispiel bei mir ist 92 cm und Hüfteumfang, bei mir ist 102 cm. Strickprobe. In 1 cm, wie viel Maschen haben Sie? Okay? Und natürlich, wir schauen, was ist mehr Brustumfang oder Hüfteumfang? Hüfteumfang ist mehr. Dann ich würde so rechnen mit Hüfteumfang. 102 mal Strickprobe in 1 cm und wir haben Zahl Maschen, welche wir müssen anschlagen. Ja, ich würde einfach anschlagen 180 Maschen plus eine Masche einen Kreis machen. 181 Maschen. Okay, stricke ich mit Stricknadel ganze Pullover. Ich würde stricken mit Stricknadel Nummer 4,5. Aber Bündchen, ich würde stricken mit Stricknadel 3,5. Anschlagen Maschen, ich würde wieder mit großer Stricknadel und danach ich stricke weiter mit kleiner Stricknadel. Okay? So. Wieder mein Trick, wie ich würde anschlagen so viele Maschen. Schauen Sie, ich habe eine Knolle und ich habe noch eine Knolle. Okay? Ich mache diese zwei Faden zusammen. Bisschen mehr lang lassen. So. Okay. Und jetzt ich nehme
Zwei Faden, sehen Sie? So, von einer Knolle und zweiter Knolle. Ich lasse nicht lange Faden und dann ich weiß nicht, ob das reicht oder reicht nicht für meine so viele Maschen. Ich muss anschlagen. Schauen Sie, ich würde jetzt anschlagen. Zum ersten muss man ein bisschen halten, diese Faden und machen wir erste Masche. Hopp, und jetzt kann man schon weiter anschlagen. 2, 3, 4, 5 und so weit. 181 Maschen anschlagen Sie bitte. Ich habe Maschen angeschlagen und jetzt ich brauche nicht eine Knolle, ja, ich stricke von zweiter Knolle und ich würde einfach abschneiden diese Faden, eine Knolle und ich stricke weiter mit andere Knolle, ja. So, ich mache hier dann ein Kreis zum ersten und dann strickt man schon mit kleiner Stricknadel. Ich mache hier immer eine Knote, dass meine Maschen fliegen nicht irgendwo. So, letzte Masche anziehen an linke Stricknadel und ziehen alle Maschen zum diese eine Masche. Ja? Das wichtig ist, wir haben alle Maschen gerade. Ich habe sehr lange Seile. Das macht nichts. So, alle meine Maschen sind gerade. Ich habe geschaut, ja. Was ich mache jetzt? Ich wiederhole meine kleine Stricknadel, 3,5 mm. Und einfach diese eine Masche, was wir haben, angezogen. Ja? Ich würde jetzt erste Masche, was wir haben, angeschlagen, ziehen durch diese Masche, was wir haben hier angezogen. Fertig, zurück anziehen. Ich habe schon meinen Kreis und ich würde jetzt stricken. So. Ich würde stricken eine rechte, eine linke Masche. Eine rechte, eine linke Masche. Und so, ich würde stricken. Wie viele Runden dann sage ich, wann ich bin fertig, okay? Ich würde stricken jetzt weiter und hier muss man noch Marker machen. So, stricken wir einfach Bündchen mit 1 zu 1 oder 2 zu 2, wenn Sie wollen. Wichtig ist, dass Maschenzahl ist teilbar mit 4, wenn Sie wollen 2 zu 2 stricken. Wenn Sie wollen 1 zu 1, dann muss teilbar mit 2 sein. Ich bin fertig mit Bündchen. Ich habe gestrickt 14. Moment, 14, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 14 Runde, eine rechte, eine linke. Jetzt ich hole meine große Stricknadel, so 4,5 mm. Und wir stricken weiter, schon Muster. So. Wir stricken unsere Muster. Erste Masche ist linke Masche. Stricken wir eine linke. Oder machen wir so, dass das kommt wirklich linke, dann da kann,
kann ich stricken diese rechte hier und dann weiter stricken von linke. 13 Maschen ich würde stricken. Eine linke, eine rechte. Linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte. Schauen wir, wie viel schon. 1, 2, 3, 4, 8 Maschen. Muss man weiter. 10, 11, 12, 13. So, ich habe 13 Maschen gestrickt. Von linke angefangen, mit linke beenden. 6 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 6 rechte Maschen, 13, wieder 13, eine linke, eine rechte, stricken wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Maschen habe ich gestrickt. Dann wir stricken 3 rechte. 1, 2, 3. 2 linke. 16 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 linke, 3 rechte, 13 Maschen wieder. Von linke anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 haben wir gestrickt. Eine linke, eine rechte. 6 rechte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt wir stricken 13 Maschen wieder. Eine linke, eine rechte. Anfangen von linke Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Maschen haben wir gestrickt. Und jetzt, wir brauchen hier Marker. Brauchen wir Marker. Und stricken wir jetzt weiter unsere Muster. Muster ist 13 Maschen wieder. 13 Maschen. Und wir stricken wieder. Anfangen von linke Masche. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Maschen, eine linke, eine rechte, 6 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rechte Maschen. So, was ich muss euch sagen noch. Wir müssen von Anfang, das ist am Ende unsere, Runde. Einfach muss man rechnen unsere 13 Maschen. Das ist am Ende, ja?
So, Moment. Wir strecken weiter unsere Runde. Und ich habe nicht gerechnet, wie viele Maschen habe ich da. Es einfach mehr einfacher, wenn wir rechnen am von Ende. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13 Maschen wir brauchen. Und noch dann 6 Maschen, rechte Maschen. So, 6. 19 Maschen habe ich gerechnet. Alle anderen Maschen, mittlere Maschen, welche bleiben in der Mitte, das ist Rückenteil. Wir stricken einfach so, wir anfangen wieder von linke Masche und stricken weiter. Eine linke, eine rechte. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe in der Mitte 52 Maschen. So, ich beende mit rechter Masche. Okay, kein Problem. Ich mache hier dann Vormerkung, dass ich weiß. Und dann 6 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich stricke meine 13 Maschen, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte und linke. So, ich habe alle Maschen gestrickt. So. Stricken wir weiter. Jetzt wir brauchen unsere Marker von Anfang. Schauen Sie jetzt. Jetzt wir stricken wieder gleiche wie sehen, so wie wir sehen unsere Maschen, so wie stricken. Wo sind linke? Wir stricken linke. Wo sind rechte? Wir stricken rechte. Stricken Sie bitte 2 Runde noch und dann wir treffen uns und ich zeige, wie wir stricken unsere Muster. Ich habe noch eine Runde gestrickt, nicht 2 Runde. Ich habe gemeint 2 Runde im Gesamt, ja. Eine, was wir haben zusammen gestrickt und noch eine Runde alleine. Jetzt stricken wir Muster. Schauen Sie, unsere 13 Maschen, was wir haben gestrickt, eine linke, eine rechte. Jetzt wir stricken, wo war linke, wir stricken rechte. Wo war rechte, wir stricken linke. So, 13 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Danach geht 6 rechte Maschen. Wir stricken einen Zopf 3 zu 3. 3 vorlegen, 3 stricken, 3 von vorne holen und kreuzen und stricken. Wieder 13 Maschen weiter. 13 Maschen. Linke, rechte, linke, rechte. Ja? Wir stricken jetzt wieder. Wo war linke? Wir stricken rechte. Wo war rechte? Wir stricken linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt wir haben 3 rechte Maschen. Wie wir stricken diese 3 rechte Maschen? Schauen Sie. Erste Masche, wir stricken nicht. Dann stricken wir eine rechte Masche. Machen wir Umschlag.
noch eine rechte Masche und diese Masche, was wir haben, von Anfang nicht gestrickt, einfach anziehen, an diese drei Maschen, was wir haben, jetzt gestrickt. Fertig. Ja, das war eine Masche, Umschlag, eine Masche. Wieder. Weiter. Wir haben zwei linke Maschen, strickt man zwei linke Maschen. Dann wir haben 16 rechte Masche. Wir stricken vier Maschen hinterlegen lassen, hinter, stricken vier Maschen, 1, 2, 3, 4, 4 von hinten holen. Wir machen jetzt Kreuzung 4 zu 4. So, kreuzen und stricken. 1, 2, 3, 4. So, wir haben eine Kreuzung gemacht. Dann, wir haben noch 4, 4 und 4 Maschen. 4 vorlegen. 4 stricken, 1, 2, 3, 4. 4 von vorne holen, kreuzen und stricken. So, wir haben gemacht 4, 4 zu 4 und hier auch 4 zu 4. 2 linke. Wieder gleiche drei rechte Maschen, was wir machen. Wieder gleiche. Erste Masche ausziehen, wir stricken nicht. Dann stricken wir eine rechte Masche, Umschlag, noch eine rechte Masche. Und diese Masche, was wir haben nicht gestrickt, anziehen an diese drei Maschen. Fertig. Weiter. 13 Maschen. Anfang von linke, wir stricken jetzt, wo war linke, wir stricken rechte, wo war rechte, wir stricken linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Weiter 6 rechte Maschen. Wir müssen machen Kreuzung 3 zu 3. Nur wir haben angefangen und wir haben unsere Kreuzung gemacht, diese Richtung, Richtung links. Jetzt machen wir Richtung rechts. 3 hinterlegen, 3 stricken, 3 von hinterholen, kreuzen mit drei, was wir haben gestrickt, und stricken drei. So, und jetzt wir haben 13 Maschen, welche wir müssen stricken, wo war linke, rechte, wo war rechte, linke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, Vorderteil haben wir gestrickt. Jetzt wir kommen zum Rückenteil. Rückenteil bei uns, wir stricken auch erste 13 Maschen. Gleich wie ich habe gesagt, wo war linke, wir stricken rechte, wo war rechte, wir stricken linke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann wir müssen machen Kreuzung. Wir haben 6 rechte Maschen. Kreuzung, 3 vorlegen,
drei Stricken, drei von vorne holen, kreuzen und stricken. So. Und jetzt stricken wir mittlere Maschen, auch wo war linke, wir stricken rechte, wo war rechte, wir stricken linke, okay? Bis unsere sechs rechte Maschen. Ich komme zu unseren sechs rechten Maschen. Drei hinterlegen, drei stricken, drei von hinten holen, kreuzen und stricken. So, dann 13 Maschen. Wir stricken wieder. Wir wechseln, ja? Wo war linke, wir stricken rechte. Wo war rechte, wir stricken linke. Nächste unsere Runde. Wir stricken alle Maschen so, wie wir sehen. Okay? Alle Maschen so, wie wir sehen. Wo sind rechte, rechte, wo ist linke, linke. Ich habe eine Runde gestrickt. Schauen Sie, was wir machen weiter. Wieder, wir müssen wechseln unsere Muster. Wo war rechte, wir stricken linke, diese 13 Maschen, ja, 13 Maschen. Wir wechseln. Wo wir stricken, das ist heißt Reis oder Perlen. So. Strick mal. Perlenmuster oder Reis. So. Und hier unsere sechs Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja? Schauen Sie, was ich will sagen. Wann Sie wollen, Sie können natürlich überall Marker machen, dass Sie sehen, wo es Zopf mit 16, mit sechs Maschen. Dann weitergeht wieder 13 Maschen. Wir müssen wechseln unsere Muster, ja? Wo war rechte, wir stricken linke, wo war linke, wir stricken rechte. So. Fertig. Und jetzt diese unsere Muster mit drei Maschen. Wieder gleiche. Erste Masche, wir stricken nicht, wir stricken. Zweite Umschlag, dritte und erste anziehen an drei Maschen. Okay? Weiter. Zwei linke, dann 16 rechte. So. Sie haben verstanden. Wir müssen wechseln immer diese unsere Reis- oder Perlenmuster. Zopfe. Wir kreuzen Zopfe jede sechste Runde. Fünf Runde wir stricken und denken nichts, stricken einfach gerade rechte Maschen. Und bei diesem Muster mit drei Maschen, wir müssen immer stricken, jeder zwei Runde, so zwei Runde wir stricken. Jetzt ich würde stricken noch eine Runde und dann ich würde wieder
machen gleiche Muster, so wie ich habe gemacht jetzt, ja. So, das ist mit 3. Mit 16 Maschen, wo wir haben unsere Kreuzung 4, 4, 4, 4, ja. In eine Richtung, andere Richtung. Wir machen auch diese Kreuzung jede sechste Runde. Gleich wie wir machen bei Maschen, wo sind 6 Maschen. Ja, bei Kreuzung, wo sind 6 Maschen. Okay? So, das war's mit Muster. Leider habe ich keine Strickschrift. Das ist einfach von meinem Kopf. Und ich kann euch nicht andere zeigen, wie ich habe gezeigt. Ja? Andere geht nicht. Einfach so, das geht. Diese 3 Maschen, wir können noch stricken. So, schauen Sie. Einfach anziehen, so, und dann stricken, wann Sie wollen, kann man so auch stricken. Hop, hop. Und so. Das geht auch. Es auch liegt, wie wollen Sie diese erste Masche anziehen an 3 Maschen. Okay? So, stricken Sie bitte. Wir müssen stricken bis unter Arm und dann wir treffen uns. So, meine Liebe, ich habe gestrickt jetzt 38 cm oder 40 schon. Ja, ich habe gestrickt bis unsere Armausschnitt. Ja, so. Körperteil ist fertig. Was wir machen weiter? Zum Erst, ich würde alles erzählen. Zum Erst, alle unsere Maschen, wir haben 180 Maschen. Wir teilen mit 2. Das ist Vorderteil und Rückenteil. Wir haben 90 Maschen. 90 Maschen für Vorderteil und 90 Maschen für Rückenteil. Dann wir müssen rechnen, wie viel wir brauchen für unsere Halsausschnitt und wie viel wir lassen für Schulter. Ich habe immer, ich rechne so, 90 teile mit 2 und ich bekomme 45, 45, ja? Und dann ich entscheide für mich, wie viel ich will haben meine Schulter und wie viel noch Halsausschnitt. Ich habe für Halsausschnitt verlassen 40 Maschen und für beide Schulter 50. Es bedeutet für eine Schulter 25 und für andere Schulter 25. 50 teilen mit 2, 25. Dann, wir haben geteilt. Dann nächste Frage. Wie hoch muss unser Armausschnitt sein? Rechnen nach Formula. Brustumfang teilen mit 6. Reine Brustumfang ohne diese plus Luft und so weiter. Ja? Reine Brustumfang teilen mit 6 plus 5. Okay? Das ist für jede Größe teilen mit 6 und plus 5 für jede Größe. Okay? So, wir bekommen. Ich habe Brustumfang 92, teile mit 6 und plus 5. 15 plus 5, ich habe 20 cm, meine Armausschnitt muss sein, okay? 20 cm. Dann, nächste. Bei Armausschnitt, wie viel Maschen muss ich abketten? Okay? Rechnen auch nach Formula. Brustumfang, reine Brustumfang, teilen mit 8 plus 1. Danach teilen mit 2 und mal
unsere Strickprobe in 1 cm. Ich habe 11 Maschen, welche ich muss zumachen, abketten. Wie ich teile diese Maschen? 11 Maschen. 4 Maschen erstmal, ich würde zumachen, dann 3, dann 2, dann 1, 1. Okay? So, wir haben alles schon entschieden, gerechnet und jetzt stricken wir mit. Können Sie Screenshot machen und dann können Sie für sich das alle meine Malerei schreiben und nächste Mal natürlich rechnen. So, erste unsere Masche von Seite, wir müssen abketten 4 Maschen. Ich habe auch geteilt alle meine Maschen. Hier ist 25 Maschen für meine Schulter. Hier ist 40 Maschen für meine Halsausschnitt. Hier ist 25 Maschen auch für Schulter. Jetzt stricken wir zusammen. Erste Marker braucht man nicht. Erste meiner Maschen, welche ich muss abketten. 4 Maschen, ja? Erste Masche, ich stricke, dann nächste und kette ab. Eine, wieder. Nächste stricke, abkette. Zweite, nächste stricke, abkette. Dritte und vierte. Gleiche. Ja? Und schaue weiter. Ich muss stricken meine Muster. Ich stricke weiter meine Muster. Weil jetzt kommt genau Kreuzung. Ich muss kreuzen meine Maschen. Ich würde kreuzen meine Maschen. So, 3 Vorliegen, 3 Stricke. 3 von vorne hole, kreuze und stricke weiter meine Muster, so wie das ist, bis nächste Muster. Wissen Sie, ich habe alles gestrickt, so wie das ist. Bei Halsausschnitt, wir machen gar nichts momentan, ist noch zu früh. Wir müssen ein bisschen was tun, ja, bei Armausschnitt und dann bei Halsausschnitt. So, stricken wir weiter. Was ich wollte sagen, dass ich habe was verändert. Meine Muster, diese Muster, sehen Sie, ich habe von Anfang ein bisschen andere gestrickt und dann hat mir nicht gefallen und ich habe verändert diese Muster. Diese Muster, wenn Sie wollen wissen, wie ich stricke, dann müssen Sie schauen, ich lasse dann in meine Infobox oder in erster Kommentar, wie ich stricke diese Muster. Und das gibt eine Anleitung zum diesem Muster. Okay? Weil jemand gefällt diese Muster, dann ich zeige. So, meine Liebe, stricken Sie, bitte machen Sie Kreuzung, wie wir müssen kreuzen unsere Maschen. Hier ist große Kreuzung, dann 4 Maschen hinterlegen, 4 stricken, vier von hinten holen und stricken. Kreuzen und stricken. Ja? So. Das eine Kreuzung, dann 4 vorlegen. So. 4 stricken. Vier von vorne holen und stricken von dieser Stricknadel.
Und strick mal bis Ende, bis Ende. Ich meine, bis unsere Halb, ja, wir müssen 90 Maschen stricken. Wir stricken nur vor dem Teil, ja, hier bei Seite, ich habe auch einen Marker, 90 Maschen. Strick mal alle Maschen, weil wir müssen abketten unsere Maschen von Seite, andere Seite, ja, hier, wir haben schon abgeketten zu 4 Maschen. Wir müssen diese Seite auch abketten, ja. Für Armausschnitt. Wir machen das an linke Seite, dass Sie wissen, okay? So, ich stricke weiter meine Muster. Ich habe bis Ende, bis meine Seite 90 Maschen, ja, gestrickt und jetzt machen wir an linke Seite, wir müssen abketten, auf diese Seite auch, andere Seite, ja, eine Seite, wir haben schon gemacht. Wir müssen 4 Maschen abketten, wie wir machen das. So, erste Masche ausziehen, nächste, ich stricke, als linke, anziehe. Nächste, eine Masche, dann zweite, dritte und vierte. So. Und jetzt ich muss wechseln meine Muster, weil das geht nicht anders, ja? Ich muss jetzt stricken Muster bisschen andere, ja? Ich muss an linke Seite schon wechseln meine Muster. Und schauen Sie bitte, dass Sie stricken alles korrekt. Diese Reis, da muss man aufpassen, ja? So, dann ich wechsle meine Muster, wo war linke, ich stricke rechte, wo war rechte, ich stricke linke und so weit. Ja. Wo sind unsere Zöpfe? Wir stricken alle Maschen, linke Maschen. So, strick mal bis Ende. Bis Ende, ja, unsere Reihe und dann treffen uns an rechter Seite. An linke Seite, letzte meine Masche, ich stricke nicht, schauen Sie, ich stricke sie nicht. Jetzt ich muss 3 Maschen abketten, was ich mache. Einmal, zweimal und dreimal. So, 3 Maschen habe ich abketten. Stricke wieder bis Ende dieser Reihe. So Maschen, wie ich muss stricken, meine Muster und, ja. Und danach, wir treffen uns an linke Seite. Wir müssen 3 Maschen an dieser Seite auch abketten. Okay? Bei dieser Seite, wenn wir anfangen zum Stricken, wir abketten immer Maschen an rechter Seite. Bei dieser Seite, wir müssen immer an linke Seite abketten. Letzte Masche bitte nicht stricken, ja? Weil wir müssen dann an andere Masche anziehen, diese Masche, ja? An linke Seite, wenn wir sind. Okay? Stricken Sie bitte. Schauen Sie, bei letzter Masche, ich habe gesagt, nicht stricken, einfach ausziehen. So, und drehen unsere Arbeit an linke Seite. An linke Seite, wir müssen jetzt 3 Maschen abketten, diese Seite, ja. Einfach diese Masche, was wir haben, nicht gestrickt. Und dann nächste, wir ziehen durch. Eine, dann nächste stricken, zweite, dann nächste. Stricken und ziehen durch. Dritte. Und jetzt wir stricken Muster. So, ich denke, Sie haben verstanden. Ja, wir haben 4 Maschen abketten, jetzt 3. Und dann wir müssen noch abketten. 2, 1, 1.
keine Veränderung noch bei unserem Halsausschnitt. Dann bei Halsausschnitt, wir stricken ein bisschen später. Wir machen auch unsere Maschen. Wir müssen dann auch abgehenden Maschen bei Halsausschnitt und stricken schon Schulter separat, aber noch nicht. Weil ich will nicht, dass meine Schulter sehen so, oder Halsausschnitt ist zu weit, ja, zu tief. Ist kein Sommer. Okay, bei Sommer, wir können dann mehr tiefer machen, Halsausschnitt. Aber jetzt, das geht nicht. So, meine Liebe, Sie haben verstanden, ja? Wir müssen dann unsere Maschen abketten und machen Sie das. Okay? Und dann wir treffen uns. Schauen Sie, ich habe Abnahme gemacht und das ist mein Armausschnitt. Okay? Schauen Sie weiter. Ich messe, wann ich messe, wie viel habe ich Zentimeter. So, ich sehe, das habe ich jetzt. So muss man richtig schauen. 7 Zentimeter mit alle Abnahme, was wir haben gemacht, ja? Diese 11 Maschen, was wir haben gerechnet, 11 Maschen, ich musste Abnahme machen. So, ich habe 7 Zentimeter. Insgesamt, wir haben auch gerechnet, das muss 20 cm sein. Ich muss noch 13 cm weiter stricken. Aber bei uns steht Frage auch wegen Halsausschnitt. Meine Liebe, ich will nicht zu tief Halsausschnitt haben. Drum, ich würde jetzt noch 3 cm hoch. Entschuldigung. Stricken, Armausschnitt und danach wir machen Halsausschnitt. Also, wenn mein Armausschnitt ist schon 10 cm lang, ja, noch, wir haben 7, ich würde noch 3 cm einfach gerade stricken, das wird insgesamt dann 7 plus 3, 10 cm, ja? Dann, wir müssen noch dazu 10 cm stricken. Also, dann wir können Halsausschnitt schon machen. Oder, wenn Sie wollen, dass Halsausschnitt nur 8 cm tief Halsausschnitt, dann Sie müssen stricken so 7 plus 5, ja? Plus 5. 5, Sie stricken jetzt gerade und dann wir können Halsausschnitt machen, wie Sie wollen. Oder vielleicht jemand will, dass Halsausschnitt ist nur 6 cm. Sie müssen dann rechnen, 20 minus 6, 14 cm zum Erstricken unsere Armausschnitt hoch und danach nur wir machen Halsausschnitt. Okay? So, ich denke, Sie haben mich verstanden. Jetzt stricken wir, jeder entscheidet für sich selber, wie hoch wollen Sie, wie tief wollen Sie Halsausschnitt haben. Und dann, wie hoch müssen Sie stricken, einfach gerade jetzt, unsere Armausschnitt. Und dann treffen wir uns und machen wir Halsausschnitt zusammen. So, meine Liebe, ich habe gestrickt weiter gerade. Wie viel jeder von euch gestrickt, ich weiß nicht, ja. Ich habe gestrickt so, dass mir passt, wie ich möchte meine Tiefe haben für Halsausschnitt. Ich lasse für meine Tiefe 6 cm. Es bedeutet, ich habe insgesamt jetzt, ich habe gemessen, ich habe hier 14 cm lang meinen Armausschnitt. Wir brauchen noch 6 cm stricken, unsere Halsausschnitt.
Also, Halsausschnitt. Wir haben 40 Maschen. 40 Maschen, wir müssen teilen mit 3. Mit 3. Ja, und wir bekommen dann so 1. Wann wir rechnen, das wird so 40 teilen mit 3. Natürlich, das ist kein Fall, dass wir können sofort bekommen unsere richtige gerade Zahl. Ich habe so gerechnet 13, 13 und 14. Ja, 14 ich mache in der Mitte. 13 wird eine Seite, 13 andere Seite. Okay, dann diese 13, wir müssen auch von Seiten teilen. Das wird 5, 5, 5, 4 und 3. Das wird 9 plus 3 und 1. So, 5 Maschen, wir machen zu, dann 4 Maschen ist 9 Maschen, dann 3 Maschen 12 Maschen und eine Masche ist 13 Maschen. So machen wir unsere Halsausschnitt. So berechnen wir. Immer teilen mit 3, egal wie viele Maschen Sie haben für hier. 40, 50, immer teilen mit 3, weil wir müssen erstmal Maschen in der Mitte zu machen, ja, abketten, diese Maschen. Und dann beide Seiten separat beenden. So, dann machen wir jetzt. Machen wir jetzt, ich muss auch weiter stricken meine Muster, wie immer, ja, ich stricke meine Muster, dann meine Schulter. Mit Muster. Hier muss man schon Kreuzung wieder machen. So. Und dann schauen wir weiter. Alle Muster, was wir stricken. So. Hier ist 40 Maschen von unserer Halsausschnitt. In der Mitte, wir müssen 14 Maschen zumachen. Schauen Sie, wir haben hier 16 Maschen für unsere zwei Zöpfe, ja? 16 Maschen. Dann stricken wir bis diese 16 Maschen. Schauen Sie, ich würde jetzt schon korrigieren wieder. Immer muss man schauen, dass auch passt mit Muster. Okay? Dann stricken wir bis diese 16 Maschen, wo sind Zöpfe. Ich stricke meine Muster. Was ich habe da? 16 Maschen. Okay, dann. Wir können sofort alle 16 Maschen zu machen oder 14, wie wir haben gerechnet. Dann wir müssen ein bisschen korrigieren, wenn ich mache 16 Maschen in der Mitte zu. Dann ich korrigiere hier sofort. Ich würde 4 Maschen zu machen. Weiter. Das geht alles sehr schnell. So, machen wir 16 Maschen zu. Erste Masche ich stricke und dann nächste und diese anziehe. Wieder nächste, anziehe, nächste, anziehe. Und so, ich würde machen 16 Maschen. Alle meine 16 Maschen. Was ich habe für Zöpfe. Das war 16 Maschen. Okay. So. Dann beiseite, das bleibt nur
12 Maschen, weil wir haben schon eine geklaut Masche hier für Mitte. So. Schau mal, dass wir haben 12 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann diese Masche muss man auch abketten. Schau mal. Fertig. Und stricken wir weiter unsere Muster. Jetzt wir stricken separat alle unsere zwei Schulter. Ja? Wir stricken jetzt separat eine Schulter und andere Schulter. Schauen Sie, diese 12 Maschen, wir müssen auch zumachen. Und weiter geht unsere Schulter. So, ich stricke weiter. Hier muss auch Zopf sein. Mache Zopf. Drei Maschen. So, alles gut. Und ich stricke an linke Seite. An linke Seite meine Schulter. Schauen Sie, ich stricke einfach alle Maschen so, wie das muss sein bei Muster. So, wie das muss sein. Bis Ende. Letzte Masche bei Halsausschnitt. Ich stricke nicht. Jetzt bei Halsausschnitt. Wir müssen wieder 4 Maschen zu machen. Machen wir jetzt. So. Unsere erste Masche. Dann zweite. Dritte. Und vierte. Und stricken wir weiter alle unsere Maschen, wie wir müssen stricken. 4 Maschen haben wir schon zugemacht. Und dann an linke Seite, sie stricken wieder Muster, wie das muss sein. Letzte Masche, sie stricken nicht. Nächste unsere Abnahme. Wir müssen wieder 4 Maschen Abnahme machen, ja. Ein bei Halsausschnitt, zwei, drei und vier. So, und stricken wir weiter. Stricken wir weiter unsere Schulter. Wieder, ich bin an rechter Seite. Hier, wir müssen 3 Maschen abketten. Wieder von Halsausschnitt, ja? Erste, zweite und dritte. So, bleibt nur eine Masche, welche wir müssen auch abketten. Und stricken wir weiter. Natürlich, wir können immer auch, so wie ich zeige, sehr oft, wir können noch stricken unsere Schulter, wissen Sie, so machen zu unsere Schulter. Ja, aber hier ist Schulter ist zu klein und ich will gar nichts machen. So, ich stricke jetzt an linke Seite. Und dann an rechte Betriffe. Letzte Masche, welche wir müssen abketten. Und dann, wir sind schon fertig mit Halsausschnitt. Und wir können schon zweite Schulter stricken. Schauen Sie, ich mache jetzt noch eine Kreuzung. Dann stricke ich linke Seite und
rechter Seite. Ich würde schon, ich denke, stricken noch eine Reihe und abketten. Ist genug. So, schauen Sie. Mache Kreuzung. Ich will dann, das Zopf schaut richtig an unsere Schulter. Darum, ich denke, wie viel Reihe noch stricken. Sowieso, wir müssen noch messen, dass Armausschnitt ist 20 cm, nicht weniger. Okay. Also, Sie messen Armausschnitt und schauen Sie, wie hoch haben Sie schon diese Armausschnitt, ob Sie brauchen noch ein paar Reihen oben gerade stricken, dann stricken Sie, wann nicht, dann einfach abketten alle Maschen und stricken Sie gleich zweite Schulter. Bei zweiter Schulter müssen Sie von linker Seite anfangen und dann sofort von linker Seite, Sie müssen abketten vier Maschen, dann stricken Sie rechte Seite, müssen gar nichts machen, dann wieder an linker Seite vier Maschen abketten weiter, dann wieder stricken Sie an rechter Seite, immer abketten an linker Seite. Und dann schauen Sie auch, dass alles ist gleich mit diese Schulter, welche wir haben jetzt schon gestrickt. Ich würde nicht zweite Schulter zeigen, weil das ist alles gleiche. Okay? Ich würde weiter ein bisschen noch stricken meine Schulter, weil ich habe immer noch nicht 20 cm. Ich brauche ein bisschen noch ein paar Reihen hin und her stricken. Vorderteil ist fertig. Jetzt strickt man Rückenteil. Und bei Rückenteil, natürlich, wir müssen wieder machen unsere Abnahme. Ja, und für das, wir müssen zurückkommen. Und wie wir haben gerechnet, so für eine Schulter 25 Maschen brauche ich, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann 3, 5, so. Und machen wir dann Marker, eine Schulter, andere Schulter gleiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 3, 5. So. Und in der Mitte bleiben 40 Maschen. So, wir brauchen jetzt stricken wieder unsere Armausschnitt und anfangen. Schauen Sie. Ich schaue meine Muster, dass alles passt zusammen. So, und natürlich, dass von einer, wir müssen hier unsere Wolle dazu machen, ja? Und dass es geht nicht so weit, schauen Sie, hier, wir haben abketten unsere Maschen, dann ich würde bisschen zusammen alles machen. Ja, schauen wir, wo wir haben gemacht. Erste Masche ist da. So. Und jetzt zwei zusammen ich stricke, so dass unsere Armausschnitt ist nicht so groß, ja, weil es einfach zu weit gehen Maschen. So, und weiter, wir müssen sofort abketten unsere Maschen für Armausschnitt. Erste,
das bei mir für Maschen. Ich stricke Masche und ziehe durch. 1, 2, 3 und 4. Und weiter ich stricke meine ganze Rückenteil. Und dann an linker Seite, wir müssen auch abketten unsere Maschen. Das ist gleich, wie wir haben gemacht bei Vorderteil. Nur, wenn wir abketten Maschen für Armausschnitt, wir müssen mehr höher stricken unsere Rückenteil, bevor wir machen unsere Halsausschnitt. Okay, wir müssen mehr höher, weil bei Halsausschnitt, wir werden nicht so abketten Maschen wie bei Vorderteil. Das wird ganz andere, das wird mehr schneller. Das wird mehr schneller. Wir müssen abketten, ja, 40 Maschen. 40 Maschen. Dann, wir können ganz einfach machen. In der Mitte machen 30 Maschen zu, mittlere. Und von einer Seite 5 Maschen und von anderer Seite 5 Maschen zu. Wir brauchen immer bei Rückenteil mehr schneller unsere Halsausschnitt machen als bei Vorderteil, das muss mehr tiefer sein, bei Rückenteil, das muss nicht so tiefer sein. Und meistens bei Rückenteil, wir müssen für 4 cm, das muss sein, dass für diese 4 cm, wir müssen Halsausschnitt schon fertig machen. Okay? Also, Sie müssen jetzt Armausschnitt abketten, zugleich wie bei Vorderteil. Zum erst 4 Maschen, dann 3, dann 2, 1, 1. Okay? Und dann Sie stricken gerade und gerade zusammen. Wir müssen 20 cm unsere Armausschnitt muss sein, plus noch 2 cm. Ist immer bei Rückenteil muss sein. 2 cm plus. So, insgesamt von Rückenteil, das muss 22 cm ja, Teil sein. Unsere Armausschnitt dann. Dann wir rechnen 22 cm minus 4 cm. Es bedeutet, 18 cm wir müssen haben Armausschnitt, bevor wir abketten unsere Maschen für Halsausschnitt. Okay? Also, bitte schön, machen Sie weiter alleine. Diese Modelle ist für keine Anfänger, drum ich zeige nicht jeden Schritt, weil für Anfänger, das ist, muss ich sagen, schwieriger. Schwierige Momente, Armausschnitt stricken und Halsausschnitt, das ist ein bisschen zu früh für unsere Anfänger. Anfänger müssen ein bisschen lernen, bevor sie stricken solche Teile. Ich habe Rückenteil schon auch gestrickt, wie Sie sehen. Nur Halsausschnitt habe ich nicht gestrickt. Ich wollte euch zeigen, schauen Sie, bei Vorderteil, wie weit ich bin, ja, mit Rückenteil. Ich lasse bei Vorderteil nur 4 Reihen. 4, 6 Reihen muss man lassen, aber nicht mehr, okay? Beste ist natürlich 4 Reihen. Bei 4 Reihen, so, man sieht, dass es 4 Reihen, weil hier ist eine Randmasche und noch eine Randmasche. Es bedeutet 2 Randmaschen ist 4 Reihen. Ich lasse
Und jetzt ich würde meine Halsausschnitt stricken. Ganz, ganz einfach. Wir haben entschieden, bei Halsausschnitt Rückenseite, wir machen mittlere 30 Maschen sofort zu und dann wir machen 5 Maschen zu von einer Seite und stricken noch. Schauen Sie, und machen wir so. Ich würde jetzt stricken mit euch zusammen und dann Sie verstehen, was ich meine. Weil wenn ich zeige nicht, dann Sie verstehen gar nichts. So, wir stricken unsere Schulter. Schulter, wir haben verlassen für Schulter. Hier Maschen und stricken wir weiter. Muster, so wie das muss sein. Ja. Kreuzen 3 und 3. So. Und dann schaue, welche Muster ist da. So. Und jetzt Halsausschnitt. Ich habe hier 40 Maschen. Ja, 40 Maschen. Was ich mache? 5 Maschen ich stricke. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 30 Maschen ich mache zu. Sofort einmal. Schauen Sie. Ich stricke Masche. Nächste Masche. Und dann diese anziehe auf diese. So, einmal, zweimal, dreimal und so 30 Mal. Okay, schauen Sie, am Ende wir haben nur 5 Maschen. Eine Masche und noch 4 Maschen. Ja? Ich stricke diese 5 Maschen, weil danach wir müssen auch zweite Mal wie müssen schon 5 Maschen zu machen, schauen Sie. Okay? So. Stricken wir bis Ende. Jetzt wir stricken nur eine Schulter und dann andere Schulter stricken wir. An linke Seite wir stricken unsere Muster so, wie wir müssen. Und letzte Masche wir stricken nicht, ja? Jetzt machen wir so. Wir müssen 5 Maschen abketten, ja, 5 Maschen. Diese erste Masche, was wir haben, nicht gestrickt. Ziehen durch 1, dann 2, 3, 4 und wir müssen hier noch. So. 5. So. Fertig. Und stricken wir weiter unsere Schulter. Okay. Halsausschnitt ist fertig. Aber Schulter noch nicht fertig. Wir haben bis Ende gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Maschen, so wie das muss sein. Auf Schulter. Was wir machen jetzt? Stricken wir eine Reihe an linke Seite, dann eine Reihe auf rechter Seite und beenden unsere Schulter. Einfach abketten. Okay? Das war's. Dann diese Schulter. Wir machen gleiche. Okay? Wir müssen dann an linke Seite abketten unsere 5 Maschen. Und stricken auch gleich, wie wir haben gestrickt, ja? So, eine Reihe, noch eine Reihe und abketten. Und dann beide Schulter, wir müssen nähen, von Vorderteil und Rückenteil. Ich habe genäht meine Schulter. Und was wir machen weiter. Ist sehr wichtig,
Das Wie stricken zum erst Halsausschnitt. Wir stricken zum erst Krage und dann Ärmel. Man, wir stricken zum erst Ärmel und danach Krage. Wir wissen nicht, wie weit wir müssen stricken unsere Ärmel. Wie lang. Verstehen Sie? Weil wir, wenn wir stricken Krage, dann kommt noch ein paar Zentimeter hier dazu. Und natürlich Schulter geht ein bisschen runter, ja? Oder wir stricken so, dass wir ziehen unsere Schulter mehr zum Krage, ja? Und dann natürlich, wir brauchen mehr lang unsere Ärmel. Ist ganz einfach. Für Halsausschnitt, für Krage, wir müssen nehmen mehr kleine Stricknadel. Ich habe Nummer 3 und anfangen wir von Seite, immer von Schulter, unsere Maschen zum Anschlagen, okay? Ist einfach, wir suchen, wo ist hier Masche, so Randmasche und dann können wir dann weiter holen Maschen. So, erste haben wir schon. Und dann schauen wir weiter. Ja, hier. Zweite. Okay. Und so, wir müssen Maschen haben. So, dritte. Dann vierte, fünfte und so weiter. Ich würde jede Randmasche holen. Ich würde keine dazu machen. Ich meine keine Umschlag oder luftige Masche. Nein, ich würde einfach jede Masche holen. Und dann ich stricke Krage. Mit eine rechte, eine linke. Ganz normal. Schauen Sie hier, wir haben Randmaschen. Das muss man so holen. Und dann kommt Randmasche, wann wir haben unsere Halsausschnitt abketten. Ja, hier. Dann jede Masche, ich würde auch holen hier. Okay. Ganz einfach. Und weiter. So. Jede Randmasche. Ich brauche keine dazu. Ich meine keine dazu. Umschläge, keine dazu. Wenn Sie sehen, so, schauen Sie, hier ist Randmasche und dann, wenn ich hole diese Randmasche, ich habe solche Loch. Dann ich gehe ein bisschen runter und hole so Masche. Und dann wieder Randmasche kommt, ja? Randmasche, ich nehme jede. So. Und wenn Sie haben alle Randmaschen so geholt, dann Sie müssen hier machen einen Marker. Und stricken einfach eine rechte, eine linke. Wie hoch wollen Sie haben eure Krage? Das ist auch eure Entscheidung. Ärmel habe ich schon gestrickt, eine. Und wir stricken jetzt zweite Ärmel zusammen. Ich zeige, wie ich stricke das. Schauen Sie an Rückenseite, wie das schaut aus. Wunderschöne Linie, so wie bei unserem Vorderteil. Alles ist wunderschön. Was Sie brauchen? Sie brauchen kleine Stricknadel Nummer 3. Das ist sehr wichtig. Und ich anfange von Mitte unsere Ärmel, Unterarm, ja,
Ich würde hier anfangen und Sie können natürlich alle Maschen in rund holen. Ich würde holen, dass ich stricke hin und her. Okay? So, schauen wir hier, wo ist unsere erste Masche. Unsere erste Masche. So, habe ich schon. Dann, wie immer, ich nehme zwei zusammen. Und dann nächste, schauen wir hier. Nächste. Und jetzt jede Randmasche, schauen Sie hier. Eine, zweite, dritte, dann geht noch eine große, so, dann würde ich ein bisschen von hier holen, Masche, dass wir haben kein großes Loch. So, dann wieder weiter, alle Randmaschen. Und wie Sie sehen, ich mache keine Zunahme, okay? Ich stricke einfach so oder hole Maschen so, wie das ist hier. Hier, dass wir haben kein Loch, auch muss man schauen. Also. So. Sie haben mich verstanden. Jede Randmasche. Wo ist Randmasche? Dort Sie holen eine Masche, okay? So, hier dann große Randmaschen und Sie holen so zwei Wand und eine Masche. Okay? So, bitteschön, machen Sie das Ganze komplett, alle unsere Armausschnitt. Wenn Sie kommen zum Schulter, dann wo wir haben Naht von Schulter, wir müssen auch holen hier Masche, bitte. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay? Und weiter Randmaschen. Ich habe alle Maschen jetzt. Ich würde stricken hin und her. Sie stricken, wann Sie wollen. Sie stricken im Kreis. Okay, dann Sie stricken alle Maschen einfach als linke Masche. Wenn Sie stricken so wie ich hin und her, dann Sie müssen stricken alle Maschen als verschränkte rechte Maschen. Okay, so eine Reihe. Wenn Sie stricken in rund, dann Sie stricken als verschränkte linke Maschen, alle Maschen bitte. Okay? Jetzt wir haben an rechter Seite hier eine Streife mit linken Maschen. Ja? Was weiter? Wenn Sie stricken in rund, dann wir müssen kommen zu unserer Naht, Schulternaht. Okay? Das ist sehr wichtig. Und stricken wir alle Maschen, rechte Maschen. Ich stricke hin und her und ich stricke alle Maschen, rechte Maschen. Immer noch mit dieser kleinen Stricknadel mit Nummer 3. Wir stricken noch nicht mit unserer 4,5. Wir stricken mit kleiner Stricknadel. So. Wann wir haben bis unsere Masche Schulternaht, ja, 6 Maschen, schauen Sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann geht mittlere Masche. Ich hole große Stricknadel, mit welcher wir müssen stricken, ganze Ärmel. Und ich stricke diese 6 Maschen. Schauen Sie. So. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Dann geht mittlere Masche, ja? Wir rechnen sie nicht, das ist mittlere Masche auf Schulter und noch 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. Wir haben jetzt 13 Maschen. So. Dann drehen unsere Arbeit auf linke Seite und stricken wir jetzt Muster, mit welchen wir müssen stricken unsere Ärmel. Erste Masche, ich stricke nicht. Ausziehen oder aufheben, wie eine hat mir geschrieben. Dann eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte, linke, rechte, linke, rechte, linke. Und jetzt, ich muss holen von unserer, diese kleine Stricknadel Nummer 3, ich muss holen auch eine Masche. Und so, ich würde machen, jedes Mal, wenn ich stricke meine Reihe, schauen Sie, hier ist linke und ich muss stricken nächste Masche, ja, als rechte. Ich stricke, drehe meine Arbeit auf rechter Seite und wieder ich stricke mit meiner großen Stricknadel. So, erste Masche, ich würde ausziehen, aufheben. So, und stricke Muster. Rechte, linke. Moment, jetzt ich muss auf wechseln, ja. Linke, rechte. Genau. Rechte, linke. Nein, das ist richtig. War alles richtig. Okay. Rechte. Muss nichts wechseln. So, und ich stricke bis Ende dieser Reihe. Am Ende der Reihe, ich wiederhole wieder eine Masche von Strick, von kleiner Stricknadel. So, gehen wir. Und langsam, wir stricken unsere Schulter und weiter Ärmel. So, rechte Masche und jetzt ich muss holen hier Masche von dieser Stricknadel, von kleiner Stricknadel. Schauen Sie, was ich tue. Ich hole, Moment, ich mache mir nah. Ich hole, schauen Sie, hier, wir sehen eine Masche. Ich hole diese Masche, ja, und stricke zwei Maschen, weil hier war rechte, dann ich stricke zwei zusammen mit einer linke. Fertig. Und wir haben hier kein Loch. Dann drehe meine Arbeit auf linke Seite wieder und stricke zurück. So, wo sind meine große Stricknadel? Ja, natürlich, das ist nicht einfach in Kamera. Sorry, ja, bei Kamera ist nicht einfach. Aber das geht ganz einfach, wenn Sie sitzen und stricken. So, schau mal. Ich muss jetzt wechseln meine Muster, ja? An linke Seite. So. Und ich zeige noch, wie ich wiederholen Masche. Und dann Sie stricken schon alleine. Jedes Mal wir holen von anderer Seite. Von jeder Seite, ja, eine Masche. So, ich stricke eine linke Masche und jetzt ich muss holen noch eine Masche von kleiner Stricknadel, ja. Wieder, ich nehme
von unten. Schauen Sie. Von unten hier. Ich hole Masche und ich stricke hier über linke. Dann ich stricke zwei zusammen mit einer rechten Masche. Fertig. Drehe meine Arbeit auf rechte Seite. Und so ich würde hin und her stricken und bekomme ich solche wunderschöne Ärmel. Schauen Sie, wie das schaut aus. Schauen Sie nur. Ja, das habe ich gestrickt. Hin und her. Und immer ich hole eine Masche von Seite. Und wie Sie sehen, dass wir haben kein Loch. Das schaut wunderschön. Okay, so, machen Sie bitte weiter alleine bis am Ende. Sie haben nur zwei Maschen auf diese Seite und auf andere Seite zwei Maschen. Dann wir treffen uns. Ich habe meine zweite Ärmel hin und her gestrickt und immer geholt eine Masche, wie ich habe euch gezeigt. Und jetzt am Ende, ich habe nur vier Maschen. Okay? Vier Maschen. Was ich mache, ich würde stricken, wie ich habe gesagt, hin und her, weiter meine Ärmel. Drum, ich hole jetzt meine zwei Maschen. So, das muss wieder sein. Eine linke weiter. Ich schaue, wie ich stricke bei meinem Muster. Ja? Dann eine rechte und ich habe noch für mich dann Masche für Randmasche. Ja? Ich habe für mich das hier entschieden. Wenn Sie stricken im Kreis, dann Sie stricken diese vier Maschen alle zusammen und müssen nicht hin und her, so wie ich mache. Ja? Ich mache mir so hier als Randmasche noch eine Masche. Ich habe mir zwei mehr Maschen gemacht und ich stricke an linke Seite dann, weil ich würde stricken hin und her meine Ärmel. So, ich stricke Muster. Von dieser Seite hole auch meine letzte Masche. Schaue, wie das muss sein. Welche Masche muss sein beim Muster? Eine. Zweite hier ist. Das muss man auch schauen. Zweite ist linke. Hier linke, dann rechte und Randmasche, ich stricke als linke Masche. Fertig. Jetzt wir haben nur eine Stricknadel und unsere Kugelärmel ist auch fertig. Wir haben alles gestrickt. So. Was wir müssen jetzt einfach hin und her stricken weiter Ärmel. Wann Sie wollen, Sie machen dann Abnahme. Jede 10 Reihe habe ich gemacht viermal. Von einer Seite Ärmel, ich habe zwei Maschen zusammen, dann von anderer Seite auch zwei Maschen zusammen. Und so habe ich gestrickt ohne Abnahme weiter dann. Und am Ende natürlich habe ich gestrickt mit kleiner Stricknadel meine Rippenmuster 1 zu 1, 16 Reihe hin und her und abketten. So, das, was wir müssen wissen wegen dieser Pullover. Gar nichts anderes. Sehr, sehr einfach zum Stricken. Ich meine Ärmel, ja, wenn Sie wissen. So, meine liebe
Wenn Sie haben welche Fragen, dann fragen Sie mich. Sonst, ich habe alles gezeigt und erklärt. So. Wir sehen uns bald wieder in andere unsere Video. Schauen Sie, wie schaut unsere Krage auch. Okay, noch was ich wollte sagen wegen Krage. Wenn Sie wollen zum Beispiel Hochkrage stricken und Sie wollen nicht, dass Halsausschnitt ist so weit, ja, schauen Sie von linker Seite, das schaut sehr, sehr akkurat und schön, ja. Dann Sie können auch wechseln. Eure Stricknadel. Zum Beispiel, Sie haben mit 3 gestrickt und dann weiter. Sie können stricken noch welche Runde mit sehr, sehr kleiner Stricknadel, mit 2,5, mit 2. Dann eure Krage wird mehr so kleine und ja, wie ich habe gesagt, das alles liegt an jedem Geschmack, ja? Wie Sie wollen, so Sie machen eure Krage. Bleiben Sie bitte gesund. Wir sehen uns bald wieder. Eure Strickmama. Tschüss.